Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018, beziehungsweise eigentlich 2019. Koop-Karriere hier zusammen mit dem Jan. Hi. Hallo. Bei Renault sind wir wieder. Beide Kanäle rechts oben beim i verlinkt. Bei dem jeweils anderen vorbeischauen und am besten einfach beide Videos nebeneinander öffnen. Dann könnt ihr das Rennen aus beiden Sichten sehen. In der letzten Folge, da haben wir alles erklärt. Da können wir auch nochmal vorbeischauen, weil... ist geil. Meine Kamera muss ich jetzt noch ein bisschen verstellen. Die habe ich gerade relativ spontan gestartet. Und Jan hat auch schon währenddessen gesagt, dass es heute regnet. Nee, es regnet nicht. Es regnet nicht, du hast mich geprankt. Mein Joke. Dieser alte Prankster immer. So, ich habe die Kamera jetzt eingestellt, Leute. Ich warte aber auf jeden Fall. Der sagt mir gerade zwar, die Strecke ist leer. Aber der kann mich mal. Was? Wir fahren. Gar keine Null fahren gerade. 0,0. Ja, doch, ach. Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es gerafft. Ups. Ah, ja. Der ist gut, mein Typ. Bin ich nicht sogar erster Fahrer? Schon, ne? Der wollte mich, ja, einfach, der wollte mich auch pranken. Ihr prankt mich einfach alle. Ach Mann. Ach Leute, was ist das denn? Ich würde wieder sagen, 4,4 Benzin reichen auf jeden Fall. Denn wenn ich so mache, wie es letztes Mal geplant war, dass ich in meinen langsamen Runden das Benzin auch wirklich runterstelle, dann ja, könnte es klappen. Ich habe es in den letzten langsamen Runden dann runtergestellt, aber in der ersten langsamen habe ich es einfach auf Fett gelassen oder auf Max sogar. Das war natürlich nicht so praktisch. Ja, aber ich bin auch als erstes ins Ziel gekommen, Leute. Ja. Ich habe 25 Punkte. Du hast zwei oder einen? Einen Punkt. Okay. Ja, aber immerhin, Punkt. Also das war auch echt knapp, wie gesagt, letztes Rennen auf jeden Fall angucken. Das war verrückt. Bahrain, Leute, Bahrain, das ist noch aus den alten Zeiten bekannt. Das ist richtig hässlich. Ja, eigentlich geht's. Also, es gibt... Ey, das jetzt, hier, gerade. Was? Meine Runde. Ach, du fährst? Ich fahr ja schon. Ja, dann sag doch was, ich will ja hier zugucken dann. Heiß. Das ist sogar deine gezeitete oder was? Ja, das ist gerade meine gezeitete. Was? Wie oft? Seit wann bist du schon draußen? Ja, ganz am Anfang bin ich rausgefahren. Lol. Ich war immer eigentlich ganz am Anfang einmal kurz raus, um eine Testrunde zu fahren. Ja, dann komme ich rein und dann fahre ich nochmal raus und dann ist alles leer direkt. Das ist immer so der Plan und ich fahre bis jetzt auch richtig scheiße. Das ist schon mal gut, Leute. Wir sind nur zwei Tage nicht gefahren. Das ist... wow, Alter. Eigentlich hätten wir erst in zwei Wochen wahrscheinlich erst aufgenommen, weil ich dann noch weg bin und Jan ja auch erst immer am Wochenende kann und so. Aber wir hatten den... Eigentlich kann ich gar nicht die nächsten Wochenenden. Ja, siehst du, ich auch nicht. Also wir hätten wahrscheinlich erst nach drei Wochen oder so wieder aufgenommen. Wir haben übrigens die KI auch hochgestellt. Ah ja, das erzählen wir gleich auch nochmal. Aber wir haben heute einen anderen Termin verschoben, Football Manager, weil Michael leider nicht kann. Deswegen haben wir gesagt, ha, F1 geht weiter. Und ist auch euch, FM, immer einen normalen Aufnahmetermin zu finden, ist super schwer. Und dann gibt es ja immer noch so die Fragen so von Zuschauern, ja, kann ich da mitspielen? Und wir kriegen es zu dritt einfach schon nicht hin. Also deswegen, es geht gar nicht. Also selbst wenn wir wollten, können wir also einfach nicht. Also ganz ehrlich, das ist aber echt krass, ne? Und deine Zeit war auch gar nicht so schlecht, wie du es gecallt hast. Ziemlich schlecht. Ja, wie viel hast du? 1,31, ne? Im Zeitfall war ich schneller. Naja, Vettel war hier 1,5 langsamer als du. Ja, erste Runde. Ich kann... ja, trotzdem. Aber 1,5... Ich glaube, ich krieg eine... also 1,30 tief, also über eine Sekunde war ich im Zeitfahren. Ich call 1,25. Und selbst im Zeitfahren war ich eigentlich schlecht. Also ich kann es bestimmt eigentlich von der letzten Saison kann ich bestimmt auch unter 1,30. Aber ja, also entweder ist der Renault so hässlich oder ich bin wirklich richtig viel schlechter geworden. Ich glaube, halt der Renault ist auch hässlich. Ich fand auch auf Australien, ich bin teilweise verzweifelt so in mir. Also ich habe selbst so an meinem Können gezweifelt, so ob ich wirklich so schlecht geworden bin oder ob es der Renault ist. So eins von beiden. Also ich würde ganz ehrlich sagen,
der Renault ist fast besser auf den Geraden, weil er, finde ich, ein bisschen schneller sogar ist. Red Bull ist auf den Geraden nicht so gut, aber in den Kurven ist er halt echt nicht so ja, geil. Renault ist absolut kacke also, in Kurven. Also, ich würde schon sagen, dass das Auto ein bisschen schlechter ist als letztes Jahr. Aber ich meine gut, das sowieso. Ich meine gut, wir sind echt lang nicht mehr gefahren. Auch heute bin ich mir nicht sicher, wie gut ich fahre. Leute, ich hatte übrigens gerade auch vor ungefähr 15 Minuten, vor 15 Minuten ungefähr, hatte ich auch eine echte Fahrstunde. Und jetzt direkt F1, das läuft auf jeden Fall. Ja, die KI hat der Jan vorhin hochgestellt. Auf und von. Das will ich nicht verraten. Willst du nicht verraten? Nee, für die Zuschauer irrelevant. Es ist nur besser. Schneiden wir das raus? Nein. Das ist ja richtig so dumm. So. Ich frag dich so, ja, wie hast du den Schwierigkeitsgrad hochgestellt? So, na, das will ich nicht verraten. Das ist doch nicht dumm. Das klingt schon ein bisschen. Es geht nur darum, dass ihr unterhaltet werdet. Nicht auf was für eine Schwierigkeit wir spielen. Genauso wenig. Soll euch zu interessieren, was für Hilfen wir anhaben oder wir haben. Junge, jetzt geht er richtig ran an den Speck. Ist doch voll, also mir wäre das als Zuschauer. Das hat euch gar nichts zu interessieren, was wir für Verhalten haben. Ja, ganz ehrlich, also mir ist das sowas von egal. Also als Zuschauer, also ich guck doch einfach nur zu, ob die auf der leichtesten oder auf der schwersten Einstellung fahren, das ist mir sowas. Nein, aber Leute, ihr braucht jetzt wirklich nicht denken, dass wir schlecht fahren, also wir fahren schon. Nein! Wir fahren schon gut. Wir fahren auf Schwierigkeitsstufe 1. Wir fahren auf jeden Fall auf schwer, ja. Ja, das sowieso, also steht das sogar vor der Einstellung, steht das. Ja, ja, da steht in den Klammern mittel, schwer, leicht und so, aber wir fahren auf jeden Fall auf schwer. Also guck mal, Sebastian Vettel ist im ersten Sektor sogar schneller als. Wir sind jetzt nicht so scheiße, also. Ich habe übrigens auf hier auf Mager gestellt. Zweiter Sektor ist ja so der heftige Kannst Sektor. Kannst mir sogar zuschauen gerade. Wow. Oder du fährst eh weiter gleich raus, ne? War selber jetzt nochmal raus. Ja, eben. Ach ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Keine Ahnung, was mich erwartet. Letztes Rennen auch nur mit Glück gewonnen, also ich. Hätte ich genauso gut auf Platz 7 sein können oder 6 ist ja mein Lieblingsplatz. 6 war es, glaube ich, ne? Ich glaube 6, ja. Ja, 6 finde ich sehr gut. Und ich weiß es nicht, was heute passiert. Also letztes Mal, das wollte ich noch vorhin erzählen, genau, ich bin ganz durcheinander. Letztes Mal bei Rhein, also letzte Saison, wurde Jan richtig hart Also das war ja, richtig mies. Schacke, ja. Ja, also im Safety Car, du wurdest vorher weggerannt, im Safety Car zweimal. Dann hat dir quasi, also eigentlich muss man schon sagen, der Gegner hat dir absichtlich den Reifen weggefahren. Ja, kann man schon fast sagen. Das ist mir zwar auch mal passiert in Großbritannien. Hätte ich das Rennen hier gewonnen und hätten die mich nicht so unfair behandelt, dann hätte ich sogar die ganze Meisterschaft gewonnen. Naja, übertreiben müssen wir es jetzt auch nicht. Ne? Doch, es ist ja wirklich so. Ich war schon krass. Ja, aber die Punkte waren trotzdem nur so ein ganz paar Abstand. Ja, ja, ich wies, ich weiß, was du meinst. Dann hätte ich ja 25 Punkte bekommen, du Bitte warst Ruhe. Sowieso schon raus. Spielstopp. Oh nein! Oh. Das wird keine gute Runde, ich hatte einen richtigen Querstär dabei. Das wird wetten so eine 1,20. Mann, schon wieder so einen halben Querstär. Ich sag ja 1,25, habe ich ja am Anfang gecallt, aber das schaffe ich erst mit meiner zweiten wahrscheinlich. Ich will auch gar nicht so krass starten, also im Qualifying sind die Bots richtig schlecht, finde ich. Ja, ja, das die ist sind im Rennen unglaublich. Viel besser als im Qualifying. Das ist ja voll crazy. Und ich will eigentlich gar nicht so gut starten, weil ich habe dann richtige Probleme. Ich meine, okay, dadurch hat man natürlich dann die Chance vorne zu bleiben. Auch also ich würde gerne in der ersten Startreihe starten, egal ob erster oder zweiter. Ja, ja, klar, aber es ist halt ein bisschen unrealistisch schon, muss man schon zugeben, ne? Also ja. Weiß ich nicht. Doch. Das war schon. Oh, yo, ciao, Runde. Da bin ich irgendwie 10. wahrscheinlich. Das war RIP. Ich war irgendwie 0,5 hinter deiner besten, weil ich auch Quersteher schon dabei hatte. Und dann bin ich nochmal richtig rausgefahren. Ich musste meine Stelle gerade auch abbrechen, weil ich im Kiesbett gelandet bin. Naja, was heißt abbrechen, also, tue ich sie nicht. Ich breche meine aber ab. Weil ich ja wahrscheinlich doch irgendwie ja aufs Platz 6 bin jetzt, siehst du. Und was hattest du?
1,32,9. Hey. Zwischen Ricardo und Verstappen. Ja, wie was gesagt. Was glaubst du, was kriegst du für eine Zeit hin, realistisch? Realistisch 1,30. Tief auch. Soll ich, denke ich, hinkriegen. Aber die Runde war mega schlecht. Also mega. Ich hab die Kurven nicht gut genommen, nicht gut gebremst. Und zudem dann auch noch zwei Quersteher plus einmal fast von der Strecke gefahren. Also ich bitte dich. Das war locker 2 Sekunden verschenkt. Und wenn es locker ist, dann nehmen wir bei 1,30 tief. Aber ich glaube, du bist vor mir. Also ich glaube, dass ich dich nicht einholen werde. Weil deine Runde war jetzt schon mal deutlich besser als meine. Wie gesagt, ich habe zwar Fehler gemacht, aber ich denke, ich werde wieder Fehler machen. In 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Hast du noch genug Zeit? Ja, ich fahre nur noch aber eine. Aber ich jetzt auch. Ich guck gerade nur noch mal nebenbei im Handy. Jo, ich fahre hier mal mit 200 km/h und guck mal ein bisschen hier. Da fährt schon gerade schon wieder einer raus. Oh nein, oh, das ist aber richtig schlecht jetzt gerade. Dann habe ich es nicht so gut getimt wie in Australien. Fuck! Hatte ich auch einen kleinen Quersteher. Da fahren mehrere raus, glaube ich. Zwei Dings. Hoffentlich fahren nicht mehr. Wehe, es fahren mehr als 2 Leute raus. Weil ich komme jetzt nämlich auf Startziel. Ah. Zieh. Ja, okay. Das lila klappen. Sektor. Das wird schon klappen. Gut, dass ich kein DRS aktiviert habe. So, dann schauen wir mal, wie die Runde läuft. Richtig scheiße läuft sie bei mir bis jetzt. Das hört sich schon mal sehr gut an. Sektor. Der erste Sektor habe ich einen neuen lila Sektor bekommen. Den hatte ja eigentlich Vettel, den habe ich jetzt wieder, aber... Ah, okay. Der ist gerade 2 Zehntel hinter meiner Bestzeit. Also mein Ziel wäre ja eigentlich 1 irgendwas mit 20, 29 halt wahrscheinlich, ne? Viel besser wird's nicht laufen. Ah, jetzt bin ich wieder im grünen Bereich, krass. Viel besser als 29 wird's nicht laufen. Nochmal ein Niedersektor, habe ich, also was? Ich war so scheiße da eigentlich gerade und habe mich trotzdem verbessert. Das ist krass, ja. Eieiei, aber... Nee, du wirst wahrscheinlich vor mir sein. Also die Runde ist zwar jetzt nicht schlecht, aber so viel hole ich nicht auf. Nee, ich hole auch nur ganz, ganz bisschen auf. Eine Sekunde, dann bin ich... Ein Zehntel. Also ich habe mich nur ein ganz, ganz bisschen verbessert. Ja, aber du bist... Ich fahre direkt nochmal schnell. Wahrscheinlich besser als ich trotzdem. Und ich fahre keine mehr, also nach dieser ist... Entweder gut oder... Ah, das hier. Jetzt hier. Erste Kurve. War zwar auch ein bisschen quer, jetzt habe ich richtig rausgeholt. Stimmt, das war die Kurve, wo ich verkackt habe. Jo, doch, ich kann nicht einholen. Wenn ich jetzt nicht verkacken würde. Komm, zieh. Ja. Sag ja, 1,30 tief ist realistisch. Oh, krass. Ich dachte nicht, dass ich es schaffe, aber ich habe vergessen, dass ich ja in dieser vorletzten Kurve, wie gesagt, diesen Mega-Quersteher, wo ich fast rausgefallen bin. Jo, ich fahre auf jeden Fall rein. Mein Benzin reicht eh nur noch für 0,5 Runden. Also wieder nicht bestens kalkuliert, aber... Gleich kriege ich deinen noch eingeholt. Kannst du gerne machen, habe ich nichts dagegen. Wahrscheinlich werde ich so vom Platz... Allerschlimmsten Fall Platz 3 starten. Nein. Das geht auf jeden Fall fit. Gedreht. Ja, gut. Naja, solange du Zweiter bist, dann ist es egal. Ich will meine Reifen ja auch nicht kaputt machen. Hui! Da bin ich ja doch Erster! Woo! War sowieso dumm, das nochmal zu versuchen, wegen ERS. Direkt zweimal hintereinander quasi. Ja, egal, ich weiß, dass ich die Geschwindigkeit von dir mithalten kann. Ja, ja, locker. Das ist das Einzige. Du holst mich ja meistens immer. Also. Das heißt meistens immer. Ja, also auch letztes Mal hast du mich ja überholt. Also am Anfang ziehst du mir richtig an. Du startest auch immer besser. Also starten kann ich nicht gut. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Also entweder ist meine Reaktionszeit einfach wie so ein LKW im Vergleich zu dir. Ja. Oder ich komme nicht gut weg. Keine richtige Geschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung. Ich will ja auch nicht abrutschen. Ich drücke nicht so viel aufs Gas. So, mein Benzin war eigentlich super kalkuliert. Mein Benzin ist jetzt leer und ich bin jetzt in der Boxengasse. Du bist jetzt in der Box, was? Was hast du gemacht die ganze Zeit?
Ja, ich habe doch gerade meine Schnelle gefahren. Und dann bin ich ja jetzt die Langsame gefahren. Aber ich doch auch. Ja, nein. Du warst doch vor mir. Ich übrigens gerade nicht, aber das ist mir egal. Ich muss einen Knoten entfernen. Das ist entfernen. Mir egal. Lol. Jetzt höre ich dich wieder. Hi! Nee. So nicht. Cutten wir oder nicht? Wie viel Prozent Abnutzung hast du auf deinen Reifen? Weiß ich nicht, schauen wir gleich mal. Wortensamol. Oh, ich bin im dritten Sektor schneller als du. 9% habe ich. Im zweiten Sektor bist du richtig krass und im ersten Sektor wow. bist du zwar auch krasser, aber den ersten Sektor hatte ja, ich in der Runde, so wo ich gerade verkackt habe, wo ich mich gedreht habe, war ich auch 3/10 ungefähr schneller. Also den ersten Sektor fahren also wir gleich schnell. Also den dritten finde ich aber lächerlich, hallo? Ja, der dritte, ja, ist auch lächerlich, aber da kannst du, also viel schneller ja. kannst du da auch gar nicht fahren. Nee, nee, aber so, da ja, auch da bin Sektor, ich schneller als du. Zweiter Sektor habe ich zwar verkackt, immer, aber, und ich weiß, dass ich da schneller kann eigentlich. Ja, und da hast du halt wirklich die Zeit groß rausgefahren. Jo, passt, ich bin zufrieden. Temporadar bin ich wahrscheinlich irgendwie so 20 Sekunden. Ja, dann schneiden wir erst die letzten Sekunden. Ja, ciao. Ja. Kein Bock mehr. Ah, Mann, warum lache ich? Ich sage, es klingt gerade so lustig. So, oh, Hamilton! Ja, der hat es noch auf Platz 3 geschafft. Sorry. Ja, das war krass. War aber auch irgendwo klar, also. So, jetzt, oh, Weißreifen, das sehe ich jetzt schon. Eine Box. Oh, wobei, vielleicht ist der zwei das Box normal und. Ja, ich fahre auf jeden Fall weiß, da kenne ich überhaupt. Ich würde sogar doppelweiß fahren. Doppelweiß? Habe ich ja gesagt, also. Fünfmal weiß. Für eine Einbox, da kenne ich gar nichts. Für eine Einbox-Strategie wirst du dreimal weiß fahren. Ja, ah, hier guck, sag ich ja, aber du kannst vielleicht auch gelb wegmachen und gelb statt und dann einmal nur weiß. Ja, mach ich. Nee, mach ich nicht. Ich fahr einfach, kann ich nicht auch mit gelb starten und dann weiß? Nein, da hast du. Ich glaube aber, das wäre geplant gewesen. Warte mal, ich guck mal. Ja, wenn gelb weiß, also weiß ja, gelb, wird nicht weiß anders. Würde bestimmt. Ja, ja, genau, aber anders wurde es, glaube ich, nicht eingesetzt. 1, 4, ne, ja. Ja, genau. Wie kann man das denn löschen hier? Geh weg! Ja, nee, dann lasse ich es halt einfach so. So eine Scheiße, ihr Mann! Leute, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Noch 25 Sekunden. Natürlich nehmen wir ganz, ganz wenig Benzin mit. 29 Runden, da würde ich einfach mal sagen, nehmen wir glatt 30, das reicht. Definitiv. Glatt 30 sind doch 29 Runden und nicht 30 Runden. Ja, ja, und glatt 30 Benzin, habe ich gesagt. Alter, ich habe weniger. So, Leute, wir beginnen jetzt erst leider hier, weil das Qualifying, das haben wir schon gefahren. Mike ist auf Platz 1, ich bin auf Platz 2. Das Ganze gibt's auf seinem Kanal nur, weil bei mir die Aufnahme kaputt gegangen ist, weil im Rennen, mitten im Rennen quasi, so mehr oder weniger, ist einfach mein PC abgestürzt, so, und deswegen ist die ganze Aufnahme kaputt und das Rennen natürlich auch nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen nochmal neu anfangen. Das macht aber gar nichts, also ihr habt jetzt quasi, wenn ihr das Qualifying sehen wollt, dann könnt ihr auf Mikes Kanal ja. gehen. Ansonsten bei mir gibt es das ganze Qualifying direkt den Start aus meiner Mike Sicht. Auf Platz 1, ich auf Platz 2. Könnt ihr gerne. Ah ja, und die KI-Gegner haben wir nochmal stärker gestellt, das ist natürlich auch immer eine wichtige Information. Ja, das kennen meine Zuschauer jetzt schon alle, das ist richtig crazy, das so, nochmal zu sagen, das finde ich dreist. Zehnmal. Ich kann aber nur mal kurz was reinschneiden hier, Leute. Was denn? Weiß ist doch da. Okay, ich hole mir jetzt Weiß. Junge, fahren die Weißen sich schlecht. Was? Junge, ist gerade Weiße. Na, jetzt ohne Spaß, also ich fahre so schlecht gerade mit denen. Ich hoffe, die reparieren überhaupt meinen Frontflügel. Die reparieren meinen Frontflügel. Doch, machen sie euch. Oh, ich dachte, die reparieren. Er schneidet richtig. Ah, doch, 1,35,7. Was hast du? 1,34,9. Ja, nicht so, geht. Ich war echt verwundert, was meine so krass ist, aber ich, gut, ich hatte auch ERS auf voll und fett und. Ja, ich nicht. Ich bin übrigens jetzt direkt am Arsch von Stroll. War immer noch keiner. Ich bin an der richtig Box. Am Arsch von Stroll. Was macht der denn? Was hast du denn gesoffen? Wie langsam? Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen. LOL, liebt mich! Ich bin vorbei. Das war, also ich dachte, er dreht mich. Er hat mich gerade richtig gelobt für das Überholmanöver. Es war eigentlich echt gar nicht schlecht, aber ich dachte, ich werde richtig weggedreht. Er hat mir übrigens gerade gesagt, dass du wieder auf der Strecke bist.
Warst du irgendwie neben der Strecke, oder? Warum hat er mir das gesagt? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Hä? Was passiert gerade? Da stand gerade, Janodopoulos hat die Session verlassen. Er redet nicht mehr mit mir in Teamspeak. Hab ich einen Disconnect? Hat er einen Disconnect? User in your channel, time down. Er hat einen Disconnect. Kann ich jetzt noch weiterfahren? It's a good question, man. Unser Abstand zum Hintermann beträgt, ich fahre jetzt einfach mal. Leute. Oh, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Keine Ahnung, also er ist ja raus. Also wir müssen wahrscheinlich neu starten. Mann, jetzt wo ich 10. bin. Lol. Die waren jetzt alle an der Box. Wie viel Reifenabnutzung habe ich denn? 15, ja, wow, das geht locker easy. Ich habe aber nicht auf Vordergrad gestellt, merke ich gerade. Deswegen fahre ich auch nicht so bombenmäßig. Und das bringt auch im Abtrieb nochmal, im Reifenabnutzung nochmal was. Mein PC ist abgestürzt. Hi. Ich fahre übrigens noch. Ja, du kannst gerne weiterfahren. Ich habe gerade schon zum Zuschauer gesagt, was passiert. Deiner fährt auch noch weiter. Ich weiß nicht, ob du noch reinjoinen kannst. Du bist auf jeden Fall ein paar Plätze weiter vorne. Ja, also meine Aufnahme ist jetzt natürlich auch komplett kaputt, ne? Ist die komplett weg? Ja, ja, scheiße. Aber falsch rumfahren. Mann, ich will dich doch wegrammen. Das könnte man auch... Warte, das mache ich. Das geht nicht. Doch, natürlich. Warum soll das nicht gehen? Dann bekommt man... Irgendwie wird man disqualifiziert. Also ich habe... Ja, ist doch egal. Hä? Ja, aber du wirst relativ schnell disqualifiziert. Nein. Ich habe schon zwei weggerammt. Kommt, euch kriege ich. Kommt noch einer entgegen? Ja, der kommt noch. Boah, fuck. Das war so knapp. Mann! Ja, ich warte, bis noch einer kommt, warte. Und jetzt. Fuck, ich hab's verkackt, weil mein Frontflügel mich weggedreht hat. Egal, ich probiere es einfach nochmal. Bei dem nächsten, wenn ich nicht wieder disqualifiziert werde. Jetzt. Oh! Junge! Jetzt bin ich ihm voll frontal reingefahren. Gibt's davon nochmal ein Replay, hallo? Mann, das war aber nicht schlecht. Das habe ich nämlich gerade gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, erstmal frontal in ein anderes Auto reinzufahren. Konnte ich machen, weil eben gerade alles abgestürzt ist. War auf jeden Fall ganz sexy. Oh. Ja. So mache ich das gleich im Rennen, Leute. Ja. So machst du das. Ja, weil ich dränge dich ab. So. Wow. Jetzt nochmal. Oh, oh. Oh Gott. Ah Mann, sind wir doof. Wow. Junge, das war echt knapp, weil ich aufs Gas gedrückt habe in dem Moment. Alter, ich bin in der Wand. Oh, jetzt starten wir auf RS0 und... Oh, du bist so dumm. Jetzt haben wir einen richtigen schlechten Start. Du hast damit angefahren. Ja, ich bin sicher gefahren. Ich wollte ein bisschen pranken. Jetzt haben wir beide einen scheiß Start. Aber du hast dir nichts, da kann ja nichts kaputt gehen, oder? Oder ist was kaputt gegangen? Nee, aber... Alles ist jetzt aus. Ja, das hatte ich gerade auch. Und deswegen machen wir einen Start richtig gut. In der Runde gerade eben. Ja, kann ich das riechen, dass ich dich da wegramme? Ja, wenn du in mich reinfährst, kannst du das riechen. Ja, aber ich wusste nicht, dass ich in dich reinfahre. Leute, ich habe gerade eine Fahrstunde gehabt. Das habe ich auch in meiner Folge gerade schon gesagt. Und da ist es alles ein bisschen anders, ja. Und das bin ich nicht so gewohnt. Ich dachte, ich... Komm da so ganz locker flockig so vor dich und hat nicht funktioniert. Schaffen wir. So, also da kamen die langsamen Autos unter uns jetzt angefahren, endlich ja, mal. Wir sind schon längst hier. Ja. Also ganz ehrlich. Wir warten seit 10 Minuten. Ach man. Alter, Hamilton, Bottas, dann Raikön, dann Vettel. Haben die dich nicht gerade alle überholt? Cool. Willst du dazu mal was sagen vielleicht? Nee, will ich nicht. Irgendwie so 10. direkt. Nein, ich war 5. nach dem Start. Ich hatte in dem ersten Rennen einen schlechten Start. Jetzt lügt er wieder. Nee, ich war wirklich 5. nach dem Start. Komm, hochstellen.
Ja, der Start war besser. Gut, dass wir jetzt nicht abstürzen. Nein, also, der war nicht viel besser, aber auch nicht schlechter. Ich mach Gott, zu! Ich mach zu! Alter, Leute, ich fahr so vorsichtig, das ist jetzt so heftig. Verwarnung verursacht hier mit Hamilton und so, weißt du Bescheid. Diesmal nur Vierter nach dem Start. Diesmal Zweiter und nicht Erster. Leck mich! Alles echt? Wegen Jan. Ja, Hamilton hat mich ja überholt. Oh, hier. Ups. Ey, was? Nichts. Was? Was ist passiert? Hast du einfach einen weggerammt? Nein. Nein. Was hast du denn? Ah! Oh Gott. Ja, ich bin beim... Das ist mein Freund Hamilton hier. Also, den kann man schon mal ein bisschen anstupsen. Ich wollte die Kurve halt so ein bisschen schneiden, also... Was denn? Das war ein sauberes Oberholen. Ja. Was hast du denn? Schlangenlinie da vorne? Das war richtig sauber, Alter. Ja? Ich bremse richtig hart ab. Ich wollte dich richtig, dir richtig die Chance Alter, geben. Alter, fahr mal schneller! Ich wollte dir richtig die Chance geben. Ja, fahr schneller! Alter, ich kann dich hier gleich überholen. Achtung! Oh Gott! Wie fährst du denn? Ja, Mann, du bringst dich ultra zum Lachen. Du bist doch komplett... Ich bin in dir. Mann, du, was darf nur meine Freundin sagen. Oh Gott, Alter. Was mache ich? Die Runde ist halt so viel schlechter als die, was wir gerade gelöscht haben. Also von mir zumindest. Alter, ist das ein Chaos. Du bist doch beim letzten Mal am Anfang auch richtig scheiße gefahren. Ja, aber ich war ungefähr 5 Sekunden vor Platz 2. Ja, weil die alle schlecht hinten, waren. Ja, weil da total Chaos war. Ja, und jetzt machst du hier das Chaos, Alter. So? Ach, halt ein Mull. Bringt mich hier ultra zum Lachen, dann meckert er, dass ich schlecht fahre. Also guck mal, was er macht. Ja, die Kurve kann ich nicht. Driftet einfach so richtig raus. Ich fahre übrigens wieder auf minus 3 Benzin. Oder minus 4 vielleicht sogar. Ich bin in den Kurven ein bisschen langsamer. Wenn du mich überholen kannst, dann darfst nee, du mich ich steck zurück. Regulär überholen. Ich habe keinen Bock, vor dir zu fahren. Ich überhole dich irgendwann, wenn überhaupt. Ich muss ja gar nicht. Ne? Also, hab ich halt Pech gehabt. LOL. LOL, ja. Mein DRS ist kaputt. Ja, sehr gut. Weißt du, guck mal, wie der in den Kurven fährt. Und dann meckert er über mich. Ja. Junge, bin ich nah dran. Ja, du kannst gleich überholen. Hi. Ich zieh vorbei, innen. Ja, ja. Jetzt zieht er vorbei. Warte, ich mach zu. Ja, ich will in deinem Windschatten fahren. Au. Oh. Ausgezeichnet. Das ist nicht so gut, was du gerade tust. Es wird so knapp jetzt in der... Ich hab so Angst. Ja, ich überhole nicht. Ja, ja, pass auf. Ich hab so Angst. Ja. Ich will dir ja nicht wehtun oder so, also... Oh mein Gott, Alter, du machst mich fertig, Junge. Wenn ich überholen würde, dann würde ich es dir ja sagen. Ja, ja, sag's bitte und nicht fahr wieder hier. Wie, was haben wir vorhin gesagt? Singapur einfach... Ja, wollt ihr nur in deinen Windschatten gerade Singapur fahren? Einfach... Alter, wie fährst du denn? Alter, Maul! Wer da vorne fährt, wird immer richtig kacke. Egal, nicht so wahr. Stress das ist die fährt, einzige Kurve, die ich nicht kann. Ja! Ja, ja, guck doch, wie ich hier fahre. Viel besser als du. Ah, ja, wahrscheinlich! Ich glaub, das war einmal schlecht. Ich glaub, das ist einfach mir. Ein Bug, dass ich das war als erster echt schlechter fährt. Guck mal, was ich hier tue. Kannst du bitte überholen? Nee, gerade hier nicht, aber gleich. Ja, kein Bock. Ich sag noch so, ich hab keinen Bock vor dir zu fahren und dann. Guck dir das an! Was machst du denn? Ich mach hier gerade Sicherheitsabstand. Es ist einfach unmöglich. Oh Gott. Oh Gott. Fahrer hinter mir. Oh Gott! Achtung, ich bin in. Ja, ja, zieh. Ich bin in. Was macht er? Zieh das mal voll raus. Ich überhole dich jetzt. Junge, ich bin einfach viel schneller. Ja, weil du im Windschatten bist. Und weil du wahrscheinlich auch fett unten so fährst. Was lachst du denn so dumm? Warte, ich kann gleich überholen.
Mann, ich kann nicht mehr aufhören zu lachen. Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Das kommt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir es gerade uns dadurch nach vorne pushen oder eigentlich voll langsam fahren. Ich glaube nicht, dass wir uns da. Wir machen uns auf jeden Fall die Reifen kaputt, das ist schon mal klar. Oh, oh mein Gott. Alter, ich spuck gerade. Ich kann nicht mehr reden. Das kommt auf jeden Fall ins Best-of. Ich sterb gerade so hart. Leute, deswegen liebe ich F1. Ich bin übrigens aus der Kurve richtig rausgefahren. Sehr gut. Hör mal ein bisschen Abstand hier. Junge, Junge, was wir machen. Wie die Idioten, wie solche Irren. Also ich hab mir halt gerade, deswegen musste ich auch so lachen, da habe ich mir halt vorgestellt, wenn das jemand jetzt sehen würde, live, wie wir jetzt so Rennen fahren, so mit einer Vogelperspektive, wie im Fernsehen halt, die echten Rennen, der wird sich einfach denken, was zur Hölle macht Renault da, Alter? Die überholen sie einfach in jeder Kurve. Der eine überholt den anderen, dann drängst du mich fast schon ab. Dann, was? Das sah wirklich so aus. Dann ziehe ich wieder richtig an, weil ich mit ERS und Fett und so fahre. Zieh an dir wieder vorbei, dann wieder du bei mir in der Geraden und so, Alter. Komm, ja, ist ja schon wieder unverschämt, dass du hier auf Fett und alles fährst. Ich fahre hier gerade mit Standard und so. Komplett allem. Irre sind wir doch. Ich heul gerade, wirklich. Das ist. Oh, dafür liebe ich F1. So ein Lachflash hatte ich echt lang nicht mehr. Also das war echt krass. Das hatte ich echt lange nicht mehr. Nur in F1 wahrscheinlich auch. Also Football Manager war auch immer ganz gut. Ja, ja, aber so krass wie gerade. Also ja. Ich konnte einfach zwei Runden durchgängig. Also normalerweise weine ich mehr bei F1. Ich habe gerade auch, also die Tränen sprudeln so aus mir raus gerade. Ich bin einfach zwei Runden, also ungefähr zwei Minuten durchgehend am Lachen gewesen. Also wenn du innerhalb von also zwei Minuten zwei Runden schaffst, dann wirst du Erster. Ja, ich bin ja nicht um ganz genau zwei Runden am Lachen gewesen. Doch, ganz genau. Ich werde auch so Erster. Oder wieder auf mit seinem Fettgemisch. Ja, ich habe jetzt wieder umgestellt. Aber ja, ich will ja hier auf minus 4 fahren. Was ist da los? Nicht mehr Bottas da, sondern Hamilton und alles? Ich will ja auf minus 4 fahren, habe ich ja gesagt. Weil dann bin ich leicht und kann dann auf Standard zu Ende fahren. Wenn überhaupt, ich kann ja erstmal ein Stück fahren und dann nochmal auf. Ja, dass du mit deinem Standard ist eigentlich auch ein Cheat. Ja, ich bin halt gut. Ja, du cheatest in. Cheatest? Ja. Du cheatest in F1. Ja, und du in Football Manager. Ja. Beide Ferrari haben sich hier dazwischen geschoben, ne, glaube ich. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Ja. Wow! Guck gerade auf die Karte und fahr erstmal fast das DRS-Schild um. Diese Runde, jetzt mach Druck. Ich soll in die Box, was? Ja, ich soll auch diese Runde, quasi Ende dieser Runde. Ja, er so, diese Runde, mach Druck! Gib alles! Ramm den vor dem weg! fahr nochmal auf den Renault drauf! Mach richtig Druck, dem Typen! Ja, willst du oder soll ich? Wie viel Prozent hast du? Junge, wir haben die. Mein DRS ist halt immer noch kaputt. Wir haben die uns so kaputt gemacht. Wie lang kannst du? Wie viel hast du denn? Mein härtester ist 47. Ja, dann fahr du. Also mein härtester ist 43. Und was ich schon wieder vergessen habe, das vergesse ich immer. Deswegen fahre ich tatsächlich ein bisschen schlechter. Das macht jetzt nicht so viel aus. Aber auch reifenschonender ist das. Weil ich bremse immer richtig, richtig krass irgendwie offensichtlich. So dass meine Vorderräder viel weniger belastet sind als die hinten. Deswegen muss ich die Bremsverteilung ein bisschen nach vorne legen. Und da wie viel Prozent machst du die? Ich mache auf 68 vorne. Und da fahre ich, daran bin ich halt auch gewöhnt und dann fahre ich die Kurven auch ein bisschen besser. Aber es ist nicht so krass, aber es macht doch einen Unterschied, wie man da bremst. Also fahr du 68. rein. 68? 68 Vorderrein. Dingens. Habe ich es auch gemacht. Fahr auf jeden Fall du rein. Hast du auch vorne immer weniger? Nee, eigentlich nicht. Warum hast du es dann gemacht? Doch, ein bisschen schon. Ja, dann aber vorne links ist bei mir richtig heftig. Ja, das ist bei mir auf dieser Strecke offensichtlich auch so. Ja. Also nicht richtig heftig, aber dafür auf jeden Fall ist rechts vorne ganz, ganz wenig. Ja. Aber mein DRS ist immer noch kaputt. Das habe ich auch ein bisschen. Aber ich merke,
Also anbremsen übrigens, ist auf jeden ich Fall. Ich glaube ja, doch ein Mercedes und ein Ferrari ist auch in der Box und ein Ferrari hat einen Mercedes in der Box überholt. Lol. Ja, die waren doch schon vorher, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich merke, ich habe jetzt gerade was verstellt, deswegen habe ich. Boah, ich bin auf Platz 6 rausgekommen. Was ist das? Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Mir wurde vorher gesagt auf Platz 11. Ich merke volle Kanne, dass ich mehr Bremskraft habe, die auch besser anbremsen kann und besser um die Kurven rumkommen als sonst. Ich also merke, dass ich meine gelben Reifen erstmal warm fahren muss. Das glaube ich dir. Das muss ich auf jeden Fall auch. Kleiner Input für die Zuschauer. Wir haben gerade in dem Rennen ist einiges auch schief gegangen, wo ja auch der PC abgestürzt ist. Und das war da sind wir mit, beide mit Weiß gefahren und RIP. Ja, da brauchte man so 2-3 Runden, bis die wirklich gut geworden sind. 2-3, was? 25? Oder? Ja, mindestens. Also ich habe wirklich, also 4 Runden habe ich mindestens wirklich gebraucht. Ja, sie wurden aber schon nach 3 Runden oder so wurden sie schon schneller. Nee. Aber die ersten Runden waren halt richtig kacke und die danach waren auch noch kacke. Deswegen bin ich jetzt wirklich auf die gelben gespannt. Ich merke doch schon jetzt so am Ende der ersten Runde, dass es ist schon ein Unterschied. Aber die Runde war trotzdem langsam, deswegen wirst du auf jeden Fall auch als Erster rauskommen, obwohl ich als Erster in die Box gekommen bin. Glaube ich zumindest.